Happy Sabbath. So ein gesegneten Sabbat. And also welcome to the seminar. Und auch willkommen zu diesem Seminar. And let's open with a silent prayer. Und lass uns mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. Okay. So the notes on the live stream group. Also die Notizen, die gibt es in der Livestream Gruppe. And as the title of the seminar already tells us, we will deal in the next presentations especially about the Garden of Eden test. Und so wie der Titel des Vortrags sagt, wir werden in den nächsten kommenden Vorträgen über diesen Garten Eden test behandeln. And we will see that this is basically present truth. Und wir werden sehen, dass dies gegenwärtige Wahrheit ist. Okay. And in this first presentation, I want to show you how we can understand this test that is just upon us now with a serpent sting here. Okay. In diesem ersten Vortrag, ich möchte zeigen diesen Test, der auf uns kommen werden mit diesen Schlangenbiss hier. And we need to have to speak in some code language here, because otherwise we will get censored. Okay. Und natürlich müssen wir in gewissen Codex hier sprechen, sondern wenn wir gewissen Worte benutzen, dann werden wir zensiert. So basically, when we speak about the serpent sting, we speak about this here. Okay. Also wenn wir über den Schlangenbiss reden, dann sprechen wir natürlich hierüber. Okay. So now let's go to the notes. So gehen wir jetzt zum Notizen. And let's look at the first quote. Und wir schauen diesen ersten Zitat an. And also we need to understand also those for that are watching via live stream or the recordings later. We need to understand that many things that we now present build up on things that we already established in earlier camp meetings and presentations. Okay. Und für diejenigen, die über den Livestream und vielleicht später die Aufnahmen zuschauen, die Sachen, die wir hier vortragen, die bauen auf Sachen, die wir in vorherigen Klassen bereits dargelegt haben. And camp meetings. Und in vorherigen Camp Meetings auch. Okay. So now let's go to the first quote. So gehen wir zum ersten Zitat. And this is something we looked at especially in the last summer camp meeting about the seven last plagues. Okay. Und dies ist eine Sache, die wir besonders im letzten Sommercamp Meeting angeschaut haben, nämlich über die sieben letzten Plagen. Okay. And let's read this quote. So diesen Zitat lesen wir. It says, I saw that the four angels would hold the four winds until Jesus' work was done in the sanctuary. And then will come the seven last plagues. So this would lead us here to the close of probation. So right? Das wäre uns dann zum Schluss der Gnadenzeit führen. Okay. And then it says, these plagues enrage the wicked against the righteous. So the plagues are already falling, and the wicked now get enraged by these plagues. So right? Die Plagen fallen bereits, und die Bösen, die werden erzürnt über diese Sachen. They thought that we had brought the judgments of God upon them. And that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed. Okay, so and we understand the voice of God. When does the voice of God come to deliver the saints? So, wann kommt die Stimme des Herrn, um den Heiligen zu befreien? Seventh plague, right? An der siebte Plage. Okay, so, it's the voice of God. So, hier die Stimme des Herrn. Okay, but before the voice of God comes to deliver the saints, it's when they now cry day and night for deliverance because they are faced now with death. Right. Aber noch bevor der Stimme des Herrn kommt, um sie zu befreien, sie rufen Tag und Nacht für diese Befreiung, weil sie mit dem Tod konfrontiert worden sind. And we understand this is marking here the sixth plague. Und wir verstehen, dass das markiert hier der sechste Plage. And the death decree. Dieses Todesdekret. Because the plagues are already falling, right? And then Plagen fallen bereits. And then they want to kill the saints. And this is under sixth plagues, as we'll see. Okay. Wegen diesen Plagen, sie wollen die Heiligen töten. Das ist unter der sechste Plage, wie wir zu sehen werden. Okay, and we see they cry now day and night for deliverance. Und wir sehen, dass sie Tag und Nacht für Befreiung rufen.
Okay, so now let's go to the sixth plague. So gehen wir jetzt zum sechsten Plage. In Revelation 16. Das ist in Offenbarung 16. Vers 12 to 17. Die Versen 12 bis 17. It says, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle of that great day of God Almighty. Okay, so... Bis Vers 14. What came out here? So was kam hier heraus? Yeah, the three frogs, it says here. So die drei Fröschen. Or three unclean spirits. Oder drei unreinen Geister. Okay, so mark down here three unclean spirits. So drei unreine Geister. Okay, and yes, it's the threefold union because it's the dragon, the beast and the false prophet, right? Ja, das ist auch die dreifaltige Union, weil das der Drache, das Tier und der falsche Prophet ist. So they come here together and they want now to gather the whole world to fight against God and his saints, right? So, sie kommen hier zusammen und sie wollen die ganze Welt vereinigen, um gegen Gott und seinen Heiligen zu kämpfen. And this is what we saw. Yeah, they want to kill now God's people. Und das ist, was wir soeben gesehen haben. Sie wollen Gottes Volk töten. Okay, now let's go to verse 15. Jetzt Vers 15. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. So under the sixth plague, what is the admonition? So unter der sechste Plage, was ist die Warnung? Yeah, keep your garment. So, halte deine Gewand rein. Yeah, and not only spotless, but what also? Und nicht nur fleckenlos, sondern auch was noch? You need to keep it that it doesn't get taken away, right? Du musst es bewahren, dass es dir nicht weggenommen wird. Okay, because Satan wants to make you naked here. Weil okay. Satan möchte dich hier nackt machen. Okay, so just write it down. Okay, so therefore, in this test here, Satan wants to make you naked. So in diesem Test hier, Satan möchte dir nackt machen. Okay, and let's continue now, 16 to 17. Vers 16 und 17 jetzt. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." Okay. So, and this would be then here, right, the seventh plague, when he says it is done. So, diese Vers 17, das wäre hier der siebte Plage, wo die Stimme des Herrn sagt, es ist getan. Yes, it's the voice of God. Es ist eben die Stimme des Herrn. Okay, so, therefore, what kind of test is this? So, deswegen, was für ein Test ist dies? Yeah, it's a final test. Es ist eine finale Test, ein letztes Test. Literally, the final test. So, buchstäblich, das finale Test. Der finale Test. Because once this voice of God comes here, yeah, there's no more test afterwards. Okay. Denn wenn die Stimme des Herrn hier fällt, danach gibt's kein weiteres Test. Yeah, because you're now literally delivered. Weil du bist jetzt buchstäblich befreit worden. Okay, so therefore this is the final test. So deswegen ist dies hier der finale Test. Okay. And who is Christ? Und wer ist Christus? He's the Alpha and the Omega, das right? Der Alpha und das Omega. And what does it mean? Und was bedeutet das? I'll just go in your notes. Let's go to Revelation 1, verse 8. That's in the notes. In den Notizen gehen wir zur Offenbarung 1 und Vers 8. Das ist nur ein bisschen weiter in den Notizen. It says, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Yeah, so he's the beginning and he's the ending. Er ist das Anfang und das Ende. And then according to Isaiah
46, verse 10, it says he declares the end from the beginning. Und gemäß Jesaja 46, Vers 10, es sagt, er verkündet das Ende vom Anfang her. So this last test, this end here, this end test, is typified therefore by the beginning, by the first test. So dieses letztes Test hier wird vorausgeschattet durch was? Eben der erste Test. And the first test was which test? Und der erste Test war was? Was Garden of Eden. Das war der Test im Garten Eden. So, therefore, this sixth plague is also the Garden of Eden test in principle. So, okay. Deswegen diese sechste Plage ist auch der Garten Eden test im Prinzip. Okay, so I write it down. Ich werde das schreiben. Garden of Eden. Der Garten Eden. Test. And what did Satan achieve with Adam and Eve in this test? Und was hat Satan erreicht in diesem Test mit Adam und Eva? Yes. Um deren Gewänden von sie zu nehmen. Yeah, he made them naked, right? Er hat sie nackt gemacht. Okay, so it's just the same illustration here. Okay. So es ist derselbe Darstellung hier. Yeah, therefore, it's no coincidence that the Lord says here under the sixth plague, make sure that you don't lose your garment. So deswegen ist es kein Zufall, dass der Herr sagt hier unter der sechste Plage, versichere, dass dein Gewand hier dir nicht weggenommen wird. Okay. And now let's go and go to 1 Timothy chapter 4. So gehen wir jetzt zu 1. Timotheus Kapitel 4. Just to see how Satan wants to take away your garment here. Okay. Um zu sehen, wie Satan dein Gewand hier wegnehmen möchte. Oder okay. Versuchen wird. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 1. Says, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils. Okay. Because we saw three unclean spirits in the sixth plague, and what does it say about them? Wir haben gesehen drei unreine Geister in der sechsten Plage, und was sagt es über sie? What were they according to verse Revelation 16 verse 14? So, was waren sie gemäß Offenbarung 16 und Vers 14? Yeah, there were spirits of devils, it says. Sie waren Geistern vom Teufel. Okay. So they are spirits of devils. Geistern von Teufeln. Okay, and this is what Paul speaks about here in 1 Timothy chapter 4. Right? Das ist, was Paulus hier spricht in 1. Timotheus 4, Vers 1. Yeah, it's seducing spirits, doctrines of devils. Es ist verführende Geistern, also das Lehren von Teufeln. Okay, and let's see now in the next quote what they refer to. Und lasst uns in diesem nächsten Zitat sehen, worauf sich das bezieht. It says, modern spiritualism, resting upon the same foundation, is but a revival in a new form of the witchcraft and demon worship that God condemned and prohibited of old. It is foretold in the scriptures, which declare that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils. So here she quotes this verse, and what is she linking it to? So hier zitiert sie diesen Vers von 1. Timotheus, und mit was verbindet sie es? Yeah, spiritualism. Spiritismus. Okay. So therefore here in this sixth plague, it's a test of spiritualism. So deswegen okay. Hier in diese sechste Plage ist es eben ein Test des Spiritismus. Okay. All right. Now let's go to the next quote. Zur nächsten Zitat. From GC. Das ist von Großen Kampf. It says, Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. Which effort? So, welche Bemühung? Final effort. Sein okay. Letzter Versuch. This would be here, right? Das wäre denn hier, in der sechsten Plage. That's his final effort. Sein letzter Versuch. If he doesn't succeed here, he will not have any chance in the future. Wenn er hier keinen Erfolg hat, dann ist es aus für ihn. Der hat keine Chance in die Zukunft. Okay. The foundation of his work was laid by the assurance given to Eve in Eden. Okay. So the beginning was in Eden. So das Anfang war im Eden.
ye shall not surely die. In the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Little by little he has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached in the last remnant of time. Says the prophet, I saw three unclean spirits like frogs. They are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle of that great day of God Almighty. Revelation 16, verses 13 to 14. Okay, so here she quotes now what? So hier zitiert sie was? The sixth plague. Yeah? The sixth plague. So she says the final deception of spiritualism, the foundation of it was laid in Egypt. So sie sagt hier, diese finale Test des Spiritismus, der Fundament dessen wurde in Eden gelegt. Because she says, the serpent said, you shall surely not die. Weil die Schlange hat gesagt, ihr werdet gewiss nicht sterben. And what is it? Und was ist das? Oh, why? Yeah, it's spiritualism. Right? Spiritismus. Why? Warum? His word above God's word. Okay, yes. Yes, that's true. Yes, and it's in the immortality of the soul, right? So hat sein Wort über Gottes Wort gestellt und es ist auch das die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Okay, so let's just finish this this quote. So lesen wir diesen Zitat zu Ende. It says, except those who are kept by the power of God through faith in his word. So how alone can we be kept? So wie können wir bewahrt werden? Faith in his word. Yeah, faith in his word. Durch right? Glaube in sein Wort. Yeah. The whole world will be swept into the ranks of this delusion. The people are fast being lulled to a fatal security to be awakened only by the outpouring of the wrath of God. Okay, so, and the wrath is fully poured out here in the seventh plague, right? Und der Zorn ist hier vollständig in der siebte Plage ausgegossen. Okay, so, now let's go to Genesis chapter 3. Jetzt gehen wir zu 1. Buch Mose Kapitel 3. To the Garden of Eden test. Zum Garten Eden test. And it says beginning in verse 4. Und im Vers 4 fangen wir an. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Okay, so we saw this is spiritualism, right? Vers 5. Also wir haben gesehen, dass dies Spiritismus ist. And what does Satan wants to do? Or what does he want to do here? Was ist es, was Satan hier tun möchte? Literally here back then. Also buchstäblich damals. Was hat er angeboten? Verse 5. It says, for God doth know that in the day ye eat thereof. Right? So in der Tag, wo ihr davon isst, in so Vers 5. It's something you should eat. Das ist irgendetwas, was du essen musst. And obviously, back then it was something literal, but what does it mean to eat something? Und damals war das was Buchstäbliches, aber was bedeutet es, was zu essen? And Christ says, you need to eat my flesh and drink my blood. Right? Christus sagt, du musst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. But you need to eat this living bread that comes from heaven. Wir müssen diese lebendige Brot, die vom Himmel kommt, der Manna. So Satan, he wants to give us something to eat here, which is spiritualism, his message. Satan möchte uns hier was zu essen geben, was Spiritismus ist, okay. Seine Botschaft. So Satan offers his message to eat. Satan bietet seine Botschaft an zu essen. Let's continue. Verse 6. Verse 6. And basically, what is he saying? Verse 5. When you eat thereof, what will you become and what will happen to your eyes? Sagt er in Vers 5. Was wirst du werden, wenn du davon isst? Was wird mit deinen Augen geschehen? Your eyes shall be opened. Deine Augen werden geöffnet werden. And when is it that your eyes be opened? Und wann ist es, wo deine Augen geöffnet werden? See God face to face. Yeah, when you have the revelation, right? Wenn die Offenbarung hast. Okay, when you're born again. Wenn du vom Neuen geboren wirst. So Satan, he gives you a false born again message, right? So Satan gibt dir eine falsche Neugeburt-Botschaft. And he says you will be as gods
and you will know good and evil. When do you know good and evil? Und er sagt hier, ihr werdet wie Götter werden und according to Hebrews 5. Wann ist es, wo du Gutes und oder der Unterschied zwischen Gutes und Böses ist erkennt gemäß Hebräer 5. When you have the birth. Wenn du den Geburt gehabt hast. And when you now a teacher, right? Und wenn du jetzt ein Lehrer geworden bist. Okay, so basically Satan says, eat my message, you will be born again and you will become a teacher. So okay. Satan sagt, isst meine Botschaft, ihr werdet von neuem geboren werden und ihr werdet ein Lehrer sein. Yeah, but he wants to make you a teacher already here, okay? Aber er möchte dich eine Lehrer bereits hier sein, noch vor der bestimmten Zeit des Herrn. Okay, so let's continue. So lasst uns fortsetzen. Vers 6. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Alright, so now what happened because they ate of the message, what happened with the garment? So, was geschah, weil sie von diesen Botschaft gegessen haben, was geschah mit deren Gewand? Taken away. They now were naked, right? Es wurde weggenommen, also sie sind jetzt nackt geworden. Okay, so right here or basically you eat of it and you lose your garment, okay? So, gerade hier, wenn du davon isst, dann wirst du deine Gewand verlieren. Ja. Yeah. But when does the voice of God come? Aber wann kommt die Stimme des Herrn? At the seventh plague. An der siebte Plage. Okay, let's read now verse 8. So, lasst uns jetzt Vers 8 lesen. And they heard what? Was haben sie gehört? The voice of God. Die Stimme des Herrn. So it's now the seventh plague. So, es ist jetzt der siebte Plage. They heard the voice of God, the Lord God, walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And because here, this is now when Christ appears, right? This is the presence of the Lamb, right? So, es ist hier, wo Christus erscheint. Das ist die Gegenwart des Lammes. And what do all the people do here, the wicked ones? Und was tun alle Bösen hier? They hide themselves on the rocks and in the clefts, sie right? Sie verbergen sich in den Kluften und in den Höhlen der Berge. Okay, so this is what happened here to Adam and Eve. Und das ist, was mit Adam und Eva hier geschah. In verse 9 and 10. Verse 9 und 10. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. All right. Now let's go to Matthew 24. So, lasst uns jetzt zu Matthäus 24 gehen. Because Matthew 24, this is also what we studied in detail in the last summer camp meeting. Matthäus 24, das ist eine Sache, die wir im letzten Sommer Camp Meeting in Detail studiert haben. Yeah, but also obviously in the class and on these other studies we did. Okay. Aber natürlich auch hier in der Klasse und diese anderen Studien, die dazugehören. Okay, let's begin in verse 15. Vers 15 fangen wir an. It says, When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Okay, so where do we mark verse 15 when we lay out Matthew 24 in its sequence? So, wo markieren wir Vers 15, wenn wir Matthäus 24 in seiner Reihenfolge darlegen? Close of probation, right? Der Schluss der Gnadenzeit. Yes, you remember? Konntet ihr erinnern? Okay, so it's at the close of probation. Das ist an der Schluss der Gnadenzeit. Because then in verse 16 and 17 it says. Denn in die Versen 16 und 17 sagt es. Then let them which be in Judea flee into the mountains, right? This way you flee into the mountains. Hier, wo du in die Bergen flüchtest. Okay, in verse 17. Vers 17. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. So this is where you flee, right? So es ist hier, wo du flüchtest. Into the mountains. In den Bergen. And let's continue. Lesen wir weiter. Verse 19. Verse 18. 19. Verse 19. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days.
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Okay, so what is Christ telling? What is ahead of them? So was sagt Christus? Was steht sie bevor? Great tribulation. Das ist Trübsal. Okay, and what did we read? If you just go back to the very first quote. Was haben wir gelesen, wenn wir zum allerersten Zitat zurückgehen? We saw when we begin in the underlined. So wenn wir in das Unterstrichenen anfangen. It says a decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Und die Zeit von Jakobs Trübsal. Okay, so Jacob's trouble, right? So Jakobs Trübsal leben. So when we go back to Matthew 24. So wenn wir zurück zu Matthäus 24 gehen. And verse 20 and 21 again. Die Verse 20 und 21. But pray that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So you need to flee before this great tribulation comes. So du musst flüchten noch bevor diese Zeit der großen Trübsal kommt. Jacob's trouble. Eben Jakobs Trübsal. Great tribulation. Großes Trübsal. But what happens with this great tribulation? Verse 22. Was geschieht mit diesen großen Trübsal? Vers 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Okay. So what happens with this time here? Was geschieht mit diesen Zeit der Trübsal hier? Will be cut short, es right? Verkürzt werden. And we also studied this last summer camp meeting. What cuts short this great tribulation? Und wir haben das auch letzten Sommer Camp Meeting studiert. Was ist es, was diesen großen Trübsal abkürzt? The seventh plague. Die siebte Plage. Okay, so this is this time that is cut short. Das ist diese Zeit, der verkürzt wird. Okay, but now he jumps back to the beginning of the sixth plague because he says now in verse 23. So er springt jetzt zurück zum Anfang der sechste Plage, weil er sagt weiter hier in Vers 23. Then when this great tribulation comes. So dann, wenn diesen Trübsal kommt. Then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. So what will arise here at the sixth plague? So was wird hier an der sechste Plage aufkommen? False Christ. Falsche Christusse. Okay. False Christ and false prophets, right? Falsche Propheten und falsche Christus. Okay, and then verse 25. Vers 25. Behold, I have told you before. Wherefore, if they say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Okay, so we should not go where they say you should go. Okay. So wir sollten nicht gehen, wo sie sagen, dass du hingehen solltest. And they say, for instance, he's in the secret chambers. Und die okay. sagen zum Beispiel, der ist in den Geheimkammern. Okay, so let's just read what Sister White say, says what these secret chambers represent. So lasst uns denn lesen, was Ellen White sagt, was diese Geheimkammern sind. Just go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. And just go to the bold face, which is underlined at the end. Und gehen wir zum Ende des Zitats, das fettgedruckte, was unterstrichen ist. It says here, behold, he's in the secret chambers. This is the very claim that Spiritism puts forth. Okay, so what is it? Was ist das, wenn Sie sagen Geheimkammer? Spiritualism. Spiritismus. Okay, exactly in line what we already established from the sixth plague, right? Genau in Übereinstimmung über das, was wir bereits über der sechste Plage gesehen haben. So Matthew 24 also marks here at the sixth plague these false Christs that want to deceive you with spiritualism. Matthäus 24, es markiert hier auch an der sechste Plage diese falsche Christusse, die dich mit diesem Spiritismus verführen möchten. Yes, everybody sees this? Amen, kann jeder das sehen? Okay, so let's go back to Matthew 24. So zurück zu Matthäus 24.
Let's read again verse 26 down to 28. Die Verse 26 bis 28 lesen wir. It says, wherefore, if they say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. So, in verse 27 and 28, what is he speaking about? Die Verse 27, 28, wovon spricht es? Yeah, the second coming, right? So das zweite kommt. Which is the seventh plague. Was der siebte Plage ist. So, because here he comes now as a lightning. Weil er kommt jetzt wie ein Blitz. From east to the west. Vom Osten bis zum Westen. And verse 28 speaks about wheresoever the carcass is, there shall be the eagles be gathered together. Und Vers 28, wo auch immer der Leichnam ist, da werden die Adler sie versammeln. That's Revelation 19. Das ist Offenbarung 19. When he comes on the great white horse and all the fowls of heaven eat now the flesh of the kings. Wo auf diesem weißen Pferd reitet und alle Vögel des Himmels essen das Fleisch von Könige und alle anderen. Okay, good. So we see, yeah, it's clearly described that this test will be about spiritualism. So es ist klar dargelegt, dass dieser Test sich um den Spiritismus handelt. Okay, and it's typified by the Garden of Eden test. Und es ist eben vorausgeschattet durch das Garten Eden test. Okay, and therefore, and we understand this, right, that the seven last plagues are typified where? Und deswegen, und das verstehen wir auch, diese sieben letzten Plagen, wo werden sie vorausgeschattet? In the Sunderland, right? Das Sonntagsgesetz. We also put this in play in records in many presentations, right? Wir haben das in viele Vorträgen dargelegt. So the seven last plagues are typified in the Sonderland crisis. Also die sieben letzten Plagen werden im Sonntagsgesetzkrise vorausgeschattet. So, because in the Sonderland crisis will you also come confronted with a death decree. Denn in der Sonntagsgesetzkrise wirst du auch konfrontiert werden mit einem Todesdekret? Yes. Mm-hmm. Eben doch. If you don't bow down, you come before the state power and they want to put you to death. Also right? Wenn du dich nicht niederbeugst, du wirst vor den Staatsmacht gebracht werden und die werden dich zum Tode legen. Okay, so what I illustrated here is you have the two Sonderlaw phases. So was ich hier auf der Tafel dargestellt hast, ist du hast den zwei Sonntagsgesetzphasen. Okay, and you can just now take the seven last plagues and put them in the Sonderlaw phase. Du kannst die sieben letzten Plagen nehmen und sie einfach mal in den Sonntagsgesetzphase drauflegen. Yeah. And we understand the difference between the seven last plagues and the seven last plagues as a type in the Sonderlaw. Und wir verstehen, dass der Unterschied zwischen der wahrlichen sieben letzten Plagen und die sieben letzten Plagen als Typus in der Sonntagsgesetzkrise ist. Is that here no mercy and here mercy still mingled with it. Right? Dass am Ende gibt's keine Gnade mehr und hier ist noch Gnade damit vermengt. And Sister White speaks about the little time of trouble and the big time of trouble. Ellen White spricht über der kleine Zeit des Trübsals und der große Zeit des Trübsals. Okay, but the Sonderlaw time period we also understand is typified from 2014 to the civil Sonderlaw. Right? Aber wir verstehen, dass der Sonntagsgesetzkrise an sich ist auch vorausgeschattet von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Yes. Amen. But you also can go a fractal lower. Aber du kannst sogar dennoch ein weiteres Fraktal niedriger gehen. Yeah, from 2014 to midnight. Right? Von 2014 bis Mitternacht. Yes, everybody still follows. Kann yes, jeder folgen? Things we studied many times. Das sind Sachen, die wir öfters ausgelegt haben. So, and therefore, yeah, when we look at now this small fractal here from 2014 to midnight, which is our time, right? Deswegen, wenn wir diese kleine Fraktal anschauen, nämlich 2014 bis Mitternacht, was unsere Zeit jetzt ist, yeah, we have the same pattern of the seven last plagues in here. Es gibt derselbe Muster von den sieben letzten Plagen hier drin. Okay, and we understand 2020 we came basically to the seventh plague here in type. Und right? Wir haben verstanden, dass 2020 sind wir zur siebten Plage in Typus angekommen. Yeah. But could the Lord already fulfill it here? Aber konnte der Herr es hier erfüllen? No, right? Ah. Therefore he repeated it and this is where we are at the moment. So deswegen right? Wiederholte es und es ist hier, wo wir uns jetzt befinden. And we are standing just before this test here. Und wir befinden uns auf der Linie gerade vor der Anfang dieses Tests hier. Of the serpent sting, right? Die Test von der Schlangenbiss. Okay, so therefore, what
test is just before us. So deswegen, welches Test steht uns gerade bevor? Yeah, the Garden of Eden test. So der Test vom Garten im Eden. Yeah, so or the test of the sixth plague. So der Test des sechsten Plagues. So everything we laid out here where it applies perfectly. So alles was wir hier in perfekten Sinne dargelegt haben. Where it applies perfectly. Wo es perfekt angewandt wird. We can take the principle of it and apply it already in our time where it gets fulfilled in a measure. Okay. So wir können den Prinzip von all dem nehmen und in unsere Zeit hier legen, wo es sich im Maßen erfüllen wird. So we have the Garden of Eden test here. So es gibt den Garten Eden test hier. Yeah, we have here the test of the sixth plague, which is spiritualism. So der Test des sechsten Plages, was ein Spiritismus ist. Yeah, we will have false Christs coming up here. Es wird falsche Christusse hier heraufkommen. And it's, at least in this fractal here, it's our final test. Okay? Und zumindest in diesem Fraktal hier, es ist unsere finale Test. Okay. But when we say final test, what do we understand? How does the final test come? Und wenn wir sagen finale Test, wie verstehen wir das? Wie kommt der finale Test? And how many phases does it come? Und wie viele Phasen kommt es? Two phases, right? Zwei Phasen. Yeah. In the story of Job, who came first? In der Geschichte von Hiob, wer kam zuerst auf? Three friends, right? Drei Freunde. But who came at the very end of this final test? Aber wer kam am Ende von diesem finalen Test? Elihu. Okay. So therefore, we need to understand that even though we say it's a final test, there's also a final part of the final test. Okay. So wir müssen eben verstehen, obwohl wir sagen, dass das eine finale Test ist, es gibt eine finale Teil des finalen Testes. Yes. Okay. Amen. Therefore we can know our test will be now about spiritualism. So deswegen können wir wissen, dass unsere Test wird sich über Spiritismus handeln. And just I don't know one or two months ago we made these presentations about spiritualists, right? Und gerade vor ein oder zwei Monaten haben wir diese Vorträge gemacht über Spiritisten. Yeah. And the Lord already gives us a living illustration in this movement about spiritualists. Und der Herr hat uns bereits in dieser Bewegung eine lebendige Anspielung Veranschaulichung, danke, von Spiritismus gegeben. Yeah, so basically, and how do the spiritualists come to us? Und wie kommen diesen Spiritisten zu uns? Do they say, we are spiritualists? Sagen sie, hallo, wir sind Spiritisten. No. Nein, eben nicht. Yeah, they are false Christs, we read. Falsche Christusse, wie wir gelesen haben. So they are the ones that proclaim or profess to be part of the present truth movement, but they are under Satan's control. So das sind diejenigen, die behaupten, ein Teil von der gegenwärtigen Wahrheit Bewegung zu sein, sind aber doch unter die Kontrolle Satans. Okay, and Jesus says, if they say, come to the secret chambers, don't go. Right? Jesus sagt, wenn sie zu euch sagen, kommt zum geheimen Kammern, geht eben nicht. Because in Ezekiel chapter 8, what do they do in the secret chambers? Denn in Ezekiel 8, was haben sie in diesen geheimen Kammern getan? Yeah, they had all these creeping things on the walls that they worshipped. Right? Die hatten all diese Gräueltaten, diese Sachen auf die Wänden, die sie angebetet haben. And it was an illustration of the heart. Right? Das war eine Darstellung des Herzens. Okay, so and the second abomination is spiritualism, right? Und der zweite Groll ist eben Spiritismus. Okay, now let's go. Oh yeah, okay, let's go to the next quote here. So gehen wir zur nächsten Zitat. Because this is just confirming to us that Matthew 24 speaks about this sixth plague here. Und das bestätigt für uns, dass Matthäus 24 spricht hier über der sechste Plage. Yeah, those verses that we read about these false Christs. Durch diesen Versen, die wir gelesen haben über diese falsche Christus. It says here, fearful sights of a supernatural character will soon be revealed in the heavens in token of the power of miracle-working demons. The spirits of devils will go forth to the kings of the earth and to the whole world, to fasten them in deception and urge them on to unite with Satan in his last struggle against the government of heaven. So what is she referring to here? So zu was bezieht sich hier? When she says, the spirits of devils will go forth to the kings of the earth and the whole world. Where did we read it? Sie sagt, die Geister von Teufeln werden zu die Könige der Erde und die ganzen Welt gehen. Revelation 16, right? Offenbarung 16. Yeah, so it's the sixth plague. Es ist der sechste Plage. Okay,
And they gather now together for the last struggle, which is in the Battle of Armageddon. Und sie sammeln sich für diesen letzten Kampf, was der Kampf um Armageddon ist. So this would be then here. Das wäre right. Denn hier. Okay, and it goes on to say. Es sagt weiter. By these agencies, rulers and subjects will be alike deceived. Persons will arise pretending to be Christ himself and claiming the title of and worship which belong to the world's Redeemer. So here we can see now people arising. And there are these false Christs. So hier können wir sehen Menschen, die aufkommen, die sind aber diese falsche Christus. They will perform wonderful miracles of healing and will profess to have great revelations from heaven contradicting the testimony of the scriptures. So they proclaim they already have the revelation. So okay. Sie behaupten, dass sie die Offenbarung bereits haben. Next paragraph. Nächster Absatz. As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. Okay. So this would be then here at the end of the sixth plague, right? Also or the beginning of the seventh. Krönende Tat wäre gleich am Ende der sechste Plage, Anfang der siebte Plage. Okay, this is when now Satan or Elihu pops up. Das ist okay. Wenn Satan kommt, was Elihu darstellt oder Elihu stellt okay. Satan. Next paragraph. Nächster Absatz. And furthermore, Satan is not permitted to counterfeit the manner of Christ's advent. The Savior has warned his people against deception upon this point and has clearly foretold the manner of his second coming. There shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they should deceive the very elect. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Matthew 24, verses 24-27. Okay, so we see here, she quotes these verses and applies it to the sixth plague. So wir können okay. sehen, dass sie diesen Versen von Matthäus 24 zitiert und wendet es den sechsten Plage an. Okay, everybody follows? Kann jeder folgen? Good. Now let's continue. So lesen wir weiter. So we see, this test of the sixth plague is spiritualism. So wir können sehen, dass dieser Test des sechsten Plages ist Spiritismus. It's basically lifting your word above God's word, right? Das ist indem, dass du dein Wort über die Worte Gottes stellst. This is what Satan did in Eden. Das ist was Satan im Eden tat. Okay, now Numbers 25, verses 1-3. Das vierte Buch Mose 25, die Versen 1-3. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. So, what are women in Bible prophecy? So, was sind Frauen in der biblischen Prophetie? Doctrines, right? Lehren. Now all these strange doctrines come flooding into the camp. So, okay. Diese fremde Lehren, sie kommen wie ein Fluss, wie ein Strom in den Camp, in den Lager hin. And brothers and sisters, this is a warning, okay? Und liebe Geschwister, das hier ist eine Warnung. Like in the story of Job, the Lord put a hedge around him. Yeah? So genauso wie in der Geschichte von Hiob, der hat diese Hecke, also diese Zaun um ihm herum gestellt. So Satan could not access him as he wanted. So okay. Satan nicht an ihm rankommen konnte, so wie er wollte. But suddenly, once the hedge was taken away, it came like a flood. Aber right? Plötzlich, als diese Hecke entfernt wurde, es kam wie ein Flut. So let's go to Isaiah. So lasst uns in unserer Bibel zu Jesaja gehen. And let me just see where this chapter is. Chapter 59, Kapitel 59, verse 19. Vers 19. And I think the German Bible doesn't really render it so well, but the King James clearly says. Der deutsche Bibel, das gibt es nicht so gut hier, aber der König James Bibel sagt es deutlich. Okay. Isaiah 59, verse 19. Jesaja 59, Vers 19. It says, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun, when the enemy shall come in like a flood. The spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Okay, so the enemy will come in like a flood, it says. Der okay. Feind wird hineinbrechen wie ein Flut, sagt es hier. And this is also what is illustrated here in the story of these Moabitish women. They suddenly came into the camp. They flooded the camp. Okay. Das ist was auch hier in 4. Buch Mose dargestellt wird. Diese moabitischen Frauen, sie kamen in den Lager hinein wie ein Strom. Yeah, so that we can expect, because we'll see that this story is here the sixth plague, okay? So diese Geschichte hier, wie wir sehen werden, ist der sechste Plage. Or at least this test of the sixth plague. Zumindest okay. Der Test des sechsten Plagues. That here
Satan will be permitted to bring all these heresies in with great force. Okay? Dass hier Satan wird erlaubt, all diese Unheil hineinzubringen mit großer Wucht. Many false doctrines. Viele falsche Lehren. Let's continue. So, in Numbers 25. Vierte Buch Mose 25. Verses 2 and 3. Die Versen 2 und 3. Says, and they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. So they now started eating these sacrifices. So sie fangen an, diesen Opfergaben zu essen. And Psalms 106, 28, Psalm 106, Vers 28 says sagt, here, they joined themselves also unto Baal Peor and ate the sacrifices of the dead. So this is referring to the sin of Shittim here. So das hier in Psalm 106 ist, bezieht sich auf diesen Sünde in Shittim. Okay. Everybody follows? Kann jeder folgen? Yeah. Okay, so what does it mean that they ate these sacrifices of the dead? So was bedeutete ist, dass sie diese Opfergaben des Todes aßen. Because we saw the Moabitish women led them to eat the sacrifices of the dead, right? Wir haben eben gelesen, dass diese moabitische Frauen haben sie geführt dazu, dass sie diese Opfergaben des Toten essen sollen. And then they bowed down to idols. Und dann beugten sie sich diesen Götzen vor. Okay. So let's read the next quote. So lesen wir jetzt diesen nächsten Zitat. Because in Garden Eden we also saw Satan offered them something to eat. Denn im Garten Eden haben wir gesehen, dass Satan sie auch was zum Essen angeboten hat. Okay. Next quote here from PP. Von Patriarchen Prophet. Says nearly all forms of ancient sorcery and witchcraft were founded upon a belief in the communion with the dead. Next paragraph. Nächster Absatz. This same belief in communion with the dead formed the cornerstone of heathen idolatry. The gods of the heathen were believed to be the deified spirits of departed heroes. Thus the religion of the heathen was a worship of the dead. Okay, so they worshipped all the dead people. Sie beteten den Toten an. This is evident from the scriptures. In the account of the sin of Israel at Beth Peor, it is stated, Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their God, and the people did eat, and bowed down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor. Numbers 25, verse 1-3. The psalmist tells us to what kind of gods these sacrifices were offered. Speaking of the same apostasy of the Israelites, he says, they joined themselves also unto Baal Peor, and ate the sacrifices of the dead. Psalms 106, 28. That is, sacrifices that had been offered to the dead. All right. So, therefore, what did they commit? So, was haben sie getan? They ate sacrifices to the dead. Therefore, what is it? Sie haben Opfergaben, die den Toten gewidmet waren. Also, was war das? Spiritualism. Okay. Spiritismus. So, this is spiritualism, okay? So das ist Spiritismus. So Satan, he wants you to eat something that he wants to give you to eat here, okay? So Satan möchte dir hier was essen, was dir geben möchte. I don't think that's correct. Not eating sacrifices of the dead is to the dead. No, it's here. It's, Gewidmet to the dead. No, it says here in the Psalm. And ate the sacrifices of the dead. Oh, okay. Let's say that. Yes, yes. In the quote it says different. Yes. So, yeah. Here it says offered to the dead. Yeah. Yes. Yes. Okay. So, but when you eat these sacrifices, what happens with your garment? Also, wenn du diesen Opfergaben isst, was geschieht mit deinem Gewand? Will be taken away. Right? Von dir genommen. In our time, we understand, yeah, we don't have the true garment on yet, but we have a form of righteousness based upon the light we have. Okay? So, wir verstehen in unserer Zeit, dass wir noch nicht den wahren Gewand haben, aber wir haben eine Art der Gerechtigkeit gemäß des Lichtes, die wir bereits erhalten haben. Like Samuel, right? So wie Samuel. And he had a token of a garment. Okay. Er hatte eine Anzahlung eines Gewandes gehabt. So,
And what happens if you eat those sacrifices? Und was geschieht, wenn du diesen Opfergaben isst? Yeah, you commit spiritualism. Du begehst Spiritismus. And what does and you commune with the dead, okay? Und du hast Gemeinschaft mit den Toten. Yeah, because it says the dead know not. Weil die Toten, die wissen anything, right? Die wissen gar nichts. Okay. And what does Jesus say? You eat my flesh and drink my blood, or else you have no life in you. Jesus sagt, ihr müsst mein Blut essen, mein Fleisch trinken, ansonsten habt ihr kein Leben in uns. Yeah. And therefore you know commune with those that departed from the truth. Okay. Du begehst Zeit mit denen oder du hast Gemeinschaft mit denjenigen, die von der Wahrheit abgewendet haben. Okay, now let's go to the next paragraph. Zum nächsten Absatz. Because now he has told us the result of eating these sacrifices. Okay. So hier wird die Resultat diesen Opfergaben zu essen erklärt. It says the Hebrews were expressly forbidden to engage in any manner in pretended communion with the dead. Okay, it's brothers and sisters, you need to understand this is not a light sin here. Okay. So, liebe Geschwister, wir müssen verstehen, dass das hier keine leichte Sünde ist. Yeah. So when you get deceived and you eat these sacrifices, you let's read what happens. Also wenn du verführt wirst und diese Opfergaben isst, dann lasst uns lesen, was geschieht. It was expressly forbidden. Es war ausdrücklich verboten. What did the Lord do in Eden? Was hat der Herr im Eden getan? And what did he say? Was sagte er? If you eat of it, you shall surely die. Wenn du davon isst, du wirst gewiss sterben. Yeah, he said surely. Er hat gewiss, also ausdrücklich gemeint. God closed this door effectually when he said, the dead know not anything, neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. His breath goes forth, he returneth to his earth. In that very day his thoughts perish. So those that are in spiritualism, you should never go to them and think you can obtain any knowledge of them. Okay. Diejenigen, die in Spiritismus sind, du sollst nie zu denen gehen und erwarten, dass du irgendwelchen Wahrheit oder Erkenntnis von sie bekommen wirst. And even if they mingle truth with error. Und yeah. Selbst wenn sie das Wahrheit mit Irrtum vermengen. You should never go to them. Du sollst nie zu sie gehen. It's expressly forbidden. Es ist ausdrücklich verboten. It says, and the Lord declared to Israel, the soul that turneth after such as have familiar spirits and after wizard to go a whoring after them, I will even set my face against that soul and will cut him off from among his people. So what sentence is proclaimed against those that commit spiritualism? So welche Strafe ist ausgesprochen über diejenigen, die Spiritismus begehen? Death sentence, okay. Das ist der Todes. It's the Garden of Eden. Dekret. Es ist das Garten Eden. You will surely die. Du wirst gewiss sterben. Okay, so let's see whether the Lord hold his word in this test here at Shittim. So, lasst uns sehen, ob der Herr zu seinem Wort treu bleibt hier in diesem Test in Shittim. Let's go to Numbers 25. Right? Wieder 4. Buch Mose 25. Verses 4 to 6. Die Versen 4 bis 6. Says, and the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. What does it say? Cursed is everyone that hangeth on a tree. Sagt das Wort, verflucht ist jeder, der am Baum hängt. And Moses said unto the judges of Israel, slay ye every one his men that were joined unto Baal Peor. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. So, actually the last verse we didn't have to read, but we can see, yeah, the result was death, right? So, wir können sehen, dass der Resultat war Tod. So, the Lord is not changing, right? So der Herr, der verändert sich nicht. And therefore, this test here is a life and death test for us. So deswegen diesen Test hier ist ein Test auf Leben und Tod für uns. Yeah, so we either lose our soul or we win our soul. So wir werden entweder unsere Seele verlieren oder gewinnen. And it's all about what you will eat here. Und es handelt sich alles darüber, was wir hier essen werden. Yeah, do you fall for this offer that Satan will give to you? Okay. So, wirst du
reinfallen, diese Opfer, die Satan, die hier anbieten will. Yeah. Or will you tarry until the time appointed? Oder wirst du warten, eben verzögern auf die bestimmte Zeit? Yeah, because what does Satan always offers you? What does he offer you? So, was ist es, was Satan dir immer anbietet? Kämpfe. Fast food, right? So, okay. Ja, so eben fast food. Yeah. So basically, yeah, he offers you to be delivered before the time appointed. Okay? So er bietet dich an, befreit zu werden, noch bevor der bestimmte Zeit. And he basically says, you just need to break a little commandment of God, and you can be free already now. Du musst nur dieses kleine Gebot brechen, und dann kannst du jetzt bereits frei sein. Okay. And this is always the same principle. Okay. Und dies ist immer derselbe Prinzip. And if we don't learn to obey God's principles. Und wenn wir es nicht lernen, time, Gottes Prinzipien in diese Zeit zu lernen. Yeah, we prepared a mindset that when the temptation is only strong enough, we will yield. Okay? Also wir bereiten unsere Gesinnung vor, dass wenn die Versuchung stark genug wäre, so hier an der Test, dann werden wir hingeben, werden wir es uns hingeben, wir werden fallen. Dem nachgeben. Ja. Nachgeben. Danke. Okay, because what does Sister White say? Where did Adam and Eve presume too much upon? Was sagt Ellen White? I don't understand. Where did they basically presumed upon? Also Adam und Eva, was sagt Ellen White? Auf was waren sie vermessen? The Lord would forgive them for such a small yes. thing. Yes. Dass der Herr sie für so eine Kleinigkeit vergeben. They presumed too much on his mercy, she says. Sie okay. haben auf seine Gnade viel zu sehr vertraut, in dem Sinne vermessenerweise vertraut. Yes. But that's the point, okay? We need to understand that these things are not small things in God's eyes, okay? So, das ist der Punkt, das ist das, was wir verstehen müssen. Diese Dinge in Gottes Augen sind eben nicht Kleinigkeiten. And when he says you'll surely die, he means you will surely die. Okay. Wenn er sagt, dass ihr gewiss sterben werdet, dann bedeutet es eben, ihr werdet gewiss sterben. And if you fail the test, you're lost, okay? Und wenn du diesen Test versagst, du bist verloren. Okay. Now let's continue. Fahren wir fort. Exodus 32. Zweite Buch Mose 32. So we saw that's here was this test of Baal Peor or Shittim. So wir haben gesehen, dass hier ist das Test von Baal Peor oder eben Shittim. Okay, but now we also will go to the test of the golden calf. Aber jetzt gehen wir zum Test des goldenen Kalbes. Because in Exodus 32, verse 1. In 2. Buch Mose 32, Vers 1. It says, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, up, make us gods, which shall go before us. As for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. So what were the people tired of doing? So von was waren die Volk ermüdet? Yeah, they didn't want to tarry anymore. Sie wollten okay. nicht mehr warten. Yeah, and Satan is right there offering them fast food. Okay. Und Satan ist gerade da und bietet denen eben fast food an. It's always the same. Satan just waits for his moment and he will see when you grow weary. Okay. So, es ist immer dasselbe. Satan wartet nur auf seine Gelegenheit, darauf, wo ihr ermattet werdet. Okay. And in the next quote, yeah, she basically confirms this, that they were not willing to tarry anymore. Okay. Und im nächsten Zitat, sie bestätigt es, dass sie nicht bereit waren, mehr zu warten. Okay, so just jump down to the second paragraph. So kommt hinab zu dem zweiten Absatz. It says here, during this period of waiting, okay, it was a tarrying time. Ja, diese Zeit des Wartens, eben eine Wartezeit. And then jump down to the next underlined. Und dann gehen wir zu den nächsten unterstrichenen Teil. So, because they were not willing to wait, it says, but they did not do this, and they soon became careless, inattentive and lawless. So they became this careless and indifferent group. Right? So sie werden diese sorglose und uninteressierte Gruppe. Especially was this the case with a mixed multitude. They were impatient to be on their way to the land of promise. So they wanted to have the promise before the appointed time. Sie right? wollten die Verheißung haben noch bevor der bestimmte Zeit. The land flowing with milk and honey. It was only on condition of obedience that the goodly land was promised them. But they had lost sight of this. There were some who suggested a return to Egypt,
But whether forward to Canaan or backward to Egypt, the masses of the people were determined to wait no longer for Moses. So they reject the tarrying time. So sie lehnen den Wartezeit ab. And what is the consequence? Und was war der Konsequenz oder der Effekt? Let's go to Exodus 32, verses 6 and 7. So gehen wir zu 2. Buch Mose 32, die Versen 6 und 7. So they made the golden calf. Sie haben diesen goldenen Kalb gemacht. And 6 and 7 says. Die Verse 6 und 7 sagt. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink and to rose up to play. So they are eating and drinking also here. Okay? So die essen und trinken hier. But they're eating what Satan offers them. Aber okay? Sie essen das, was Satan sie anbietet. And the Lord said unto Moses, go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. Okay? So this is when you corrupt yourselves if you partake in the spiritualism. So es ist hier, wo du dich korruptierst, wenn du an diesen Spiritismus teilnimmst. Okay. And jump down to verse 25. Vers 25. To 29. Vers 29. It says, and when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. So what happened when they worshipped the golden calf? So was geschah, als sie diese goldene Kalb anbeteten? They were made naked, right? Sie haben ihre Gewand verloren. Sie sind nackt gemacht. So it's clearly this test here, the sixth plague. So es ist klar, dieses Test hier, der sechste Plage. So if you partake in all these things that Satan offers you, if you eat of the forbidden fruit. So wenn du teilnimmst an all das, was Satan dir anbietet, wenn du isst von diesen verbotenen Frucht. Yeah, when you eat the sacrifices of the dead. Wenn du diese Opfergaben des Toten, der Tote an isst. Yeah. Yeah. You worship this golden calf. Wenn du diese goldene Kalb anbetest, then you're naked. Okay. Dann bist du nackt. Okay, and we saw the result of spiritualism is what? Und or, der Resultat von Spiritismus ist was? Or the judgment. Oder das Gericht. Was ist? It's death. Okay. Es ist gewiss tot. So let's see. So lasst uns sehen. Verse 26. Vers 26. Then Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. They did not partake in it. Right? So die nicht daran teilnahmen. And he said unto them, thus saith the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. So that's the judgment, right? So hier ist das Gericht. So the Lord doesn't change, okay? Und der Herr verändert sich nicht. So in our time it doesn't necessarily mean that everyone will be now literally slain, okay? Und in unserer Zeit das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder hier geschlachtet wird. Yeah, but spiritually you die. Aber geistlich gesehen stirbst du. And it's terrible to live on this planet. And your probation is closed, okay? Und es ist eine schreckliche Sache, auf diesem Planet zu leben, in der Gewissheit, dass deine Gnadetür zu ist. Yeah. Therefore, yeah, we need to really prepare ourselves, brothers and sisters. Okay? Deswegen müssen wir uns vorbereiten. And to make sure that we're not trifling with God's commandments, with His principles. Okay. So, um sicherzustellen, dass wir nicht leichterweise mit Gottes Prinzipien umgehen. And because the enemy, he will come in like a flood, it says. Denn der Feind wird hineinbrechen wie ein Flut, sagt es. But let's close with a promise. Aber lasst uns mit einer Verheißung Schluss machen. And let's go to Deuteronomy 33, verse 25. Wir gehen zum 5. Buch Mose 33, Vers 25. It says, thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. Okay, so the Lord promises us that if we make our preparations, He will give us the grace we need. So okay. Der Herr verheißt uns, dass wenn wir unsere Vorbereitungen machen, er wird uns die Gnade geben, die wir benötigen. Yeah, so as our days will be, so shall also our strength be.
so wie unsere Tage werden, so wird unsere Kraft auch sein. Therefore, when Satan comes in like a flood in here, okay. So wenn Satan wie eine Flut hier hineinbricht, it says the Lord will, the Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. Es sagt, okay. Dass der Geist der Herrn ein Banner gegen ihn aufrichten wird. Okay, but when can the Lord only fulfill his promises for us? Aber wann kann der Herr diese Verheißung für uns, unter welchen Bedingungen kann der Herr diese Verheißung für uns erfüllen? Yeah, if we fulfill the conditions, right? Also wenn wir die Bedingungen selbst erfüllen. So we need to make sure that we already confess our sins beforehand, that we use the opportunities we have to get acquainted with the message. So wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Sünden bekennen und vergeben und dass wir uns vertraut machen mit die Botschaft, die uns gegeben ist. And that we pray much in order that the Lord can shield us and prepares. Okay. Dass wir viel beten, so dass wir versichern kann, dass der Herr uns beschützen kann, vorbereiten kann. And that we learn not to put trust in ourselves, but in God. Okay. Dass wir sicher lernen, nicht Vertrauen in uns selbst zu legen, sondern in Gott allein. Because God alone can bring us through this. Yeah. Denn nur Gott allein kann uns hier hindurchbringen. None of us is strong. Nobody will go through it like a hero and say, it's easy, I can just walk through it. Okay. Keiner von uns ist stark. Keiner von uns wird wie ein Held hier durchmarschieren und sagen, schaut, ich kann das. The Lord will humble our pride in the dust and we will be like little weaklings crying for mercy and pardon. Okay. Also, der Herr wird unsere Stolz, unsere Ehre in den Staub erniedrigen und wir werden wie kleine Schwächlinge beten für Befreiung. Yeah. But only He can save us only if we meet the conditions and if we don't partake in the spiritualism. Und er kann uns nur retten, wenn wir die Bedingungen erfüllen und wir natürlich nicht teil an diesem Spiritismus nehmen. Amen. Amen. Okay. So therefore this test that is just upon us, it's a type for this final test here at the end of the world. Okay. So deswegen, dieser Test, der gerade auf uns ist, also kurz bevorstehen, ist es eben ein Typus auf diesen finalen Test am Ende der Welt. And so it will not be an easy walk. Es wird kein leichtes Wandel werden. But if we cry day and night, he will save us. Aber wenn wir Tag und Nacht ihm anrufen, wird er uns retten. Amen. Amen. Okay, then let's close with prayer. Dann lasst uns mit Gebet Schluss machen. Dear Father in heaven, lieber Vater im Himmel, we want to thank you, Lord, that you lay out these things that are before us so clearly. Wir wollen dir danken, dass du die Sachen, die uns bevorstehen, so klar darlegst. And that none of us can say afterwards that we couldn't have known. Und dass keiner von uns im Nachhinein sagen können, dass wir nichts gewusst haben. But Lord, you don't want to condemn us, but you want to save us. Aber Herr, du möchtest uns nicht verdammen, sondern eher retten. And therefore you show us these things that we would wake up from our slumbers. Und deswegen zeigst du uns diese Dinge, dass wir von unserem Schlummern erwachen. And that we would make the right choices in our everyday. Und dass wir in unserem Alltag die richtigen Entscheidungen treffen. And that we would be ready on our part in order to enter this test. Und dass wir von uns aus bereit sind, in diesen Test hineinzukommen. And Lord, but we know that only you can bring us through this test. Aber wir wissen, dass nur du uns durch diesen Test hindurchbringen kannst. And Father, help us therefore to don't put any confidence in us. So hilft uns deswegen, Vater, dass wir kein Vertrauen in uns selbst legen. But that we would learn to go forward by faith and to exercise faith in your promises. Sondern dass wir lernen, voranzugehen im Vertrauen und dass wir Glaube in deine Verheißungen legen werden. And help us even today to not compromise with your word and your principles. Und hilft uns sogar heute, dass wir keine Kompromisse eingehen mit deinem Wort und deinen Prinzipien. And that we would then reject Satan's offer that he will surely give us. Und dann werden wir so, dass wir Satans Angebot ablehnen werden, die er uns gewiss anbieten wird. And we ask and pray all these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen.